Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Europa Universalis 4 mit mir, dem Yannick und Genua. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen eine Bauoffensive nochmal gestartet, bei der wir sicherlich jetzt auch weitermachen werden. Denn wir haben ja diese Sache mit dem hohen Einkommen durchgeführt. Das senkt unsere Baukosten um 10%. Das nutzen wir aktuell einfach auch so ein bisschen. So, was haben wir hier? Der Adel ist besorgt. Unser Adel ist besorgt, dass unsere Politik zur Befreiung ihrer Untergebenen ihre Möglichkeiten einschränkt, diese auszupeitschen. Oje, oje. Anscheinend hat dieses Problem mehrere Gala-Dinners ruiniert. Okay. Dinner ruiniert. Ja, wir können... Sollen sie sich doch beschweren? Sollen sie doch Kuchen essen? Oder lasst uns einige Zugeständnisse machen, entscheiden. Das ist eine gute Frage, wie unser Herrscher mit seinem ruhigen Auftreten da so entscheidet. Ich würde eher sagen, gehen wir hin und würfeln das aus, oder? Ich finde, da ist es keine Tendenz zu erkennen. Ich würfe eine 12. Das heißt, lasst uns einige Zugeständnisse machen. Kosten für die Stabilität verringern sich. Das ist interessant. Vielleicht sollten wir das dann auch nochmal nutzen, um die Stabilität auf 3 hochzukriegen mal. Ja, ist halt relativ teuer, da wir halt nicht 100% republikanische Tradition haben. Ich denke, wir werden es jetzt trotzdem einmal machen und hier auf 3 mal erhöhen. Das hilft uns auch einfach so noch ein bisschen. Perfekt, ja. Die blaue Horde nicht mehr länger Rivale von uns. Okay. Wen haben wir eigentlich da jetzt gerade noch so? Vatikan, Savoyen, Marokko, Lucca, Venedig. Wir haben Kirchenstaat, Venedig, Savoyen. Oh, der Waffenstillstand mit Aragon ist beendet. Wie ist denn eigentlich der Krieg hier drüben ausgegangen? Das habe ich ja gar nicht mehr geachtet. Gibt es da so ein Ding? Leider gibt es nicht irgendwie eine Übersicht über ehemalige Kriege, oder? Aber die haben doch hier nicht einen weißen Frieden geschlossen, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Oder doch? Komisch. War das jetzt erst oder war das im letzten Part noch oder so? Habe ich es vielleicht auch einfach weggeklickt? Manchmal kommen so die Nachrichten und ich klicke die halt einfach weg. Ja, das ist natürlich eigentlich nicht so gut, aber passiert manchmal. Ah, der Krieg ist übrigens auch schon wieder beendet. Das ging aber schnell. Adliges Bündnis mit fremder Macht. Auch hier die Frage ist, sie werden für diesen Verrat büßen oder wir werden uns der Sache später annehmen. Ich finde auch, das ist jetzt nicht so einfach für unseren ruhigen Herrscher, das jetzt hier auszuwählen, was man hier macht. Ich würde sagen, auch hier gehen wir mal nochmal hin und würfeln aus. Und ich würfle eine 10, das bedeutet, wir werden uns der Sache später annehmen. Trier hat tolerante Gesellschaft, okay. Oh. Unsere Handelsliga wurde aufgelöst, da wir unter minus 50 Prestige sind. Oh shit. Und das habe ich ja absolut gar nicht gedacht. Ja, verlieren wir auch ein bisschen Geld. 0,14 im Monat. Weniger dadurch jetzt wahrscheinlich. Heißt, wir müssen unbedingt ab sofort gucken, dass wir das Prestige über minus 50 halten. Und müssen dann jetzt generell mal... Oh, die Aristokraten haben die Macht im Land übernommen. Interessant. Aber das ist halt schon bitter jetzt gerade. Warum steigt das hier? Positive Stabilität, Armeetradition, Marinetradition. Warum sinkt das hier?
Steht gar nicht da. Naja, wahrscheinlich, weil halt die anderen steigen, oder was? Aber nicht so gut. Ups. So, wir werden hier in... Achso, das ist noch gar nicht möglich. Wartet mal. Ah, ne, ich hab's schon gebaut hier in Kaffa. Ja, ja, okay. Hier brauchen wir nichts von den Gebäuden. Da brauchen wir auch nichts von. Hier eigentlich jetzt auch nichts. Ist mir auch alles zu wenig. Matrega könnten wir plus 2 Schiffe. Ich denke, das werde ich meinen Auftrag geben. Die anderen Sachen gehen ja eh nicht mehr. Also wir sind so ein bisschen am Ende unserer Bauoffensive angekommen. Ja, wir haben leider immer noch negatives... Prestige. Also zu negativ. Die Johanniter haben übrigens eine... Ein Handelsembargo gegen uns durchgesetzt. Ich finde es unerhört, ja. Wir schenken ihnen quasi die Freiheit und die machen so Sachen. Wir könnten mal noch einen neuen Admiral holen. Der ist jetzt nicht so Bombe, aber egal. So, gucken wir mal, wie weit ist denn die Institution? So langsam aus hier geht sie hier in diesen Bereich von Frankreich rein. Und wenn sie dann da mal ist, hier unten in der Provence, dann kommt sie sicherlich auch recht zügig zu uns, weil es ja eben unser Verbündeter ist. Und dann breitet sich das gut aus zu uns. Hier unten über, ja klar, Sizilien auch schon, das ja zu Aragon gehört. Gut. Wir werden mal Kastilien als besonders wichtig markieren. Und Burgund auch. Frankreich auch. Weil das ist mir ein bisschen, finde es ein bisschen doof. Wir haben da in letzter Zeit ein paar Sachen ein bisschen verkackt. Dadurch, die uns dann vielleicht auch nicht angezeigt wurden. Österreich ist wichtig markiert. Ja, die Osmanen auch. Tunesien machen wir auch mal noch als wichtig. Übrigens ist die Bretagne hier oben nicht mehr verbündet mit England. Was sie zu einem schlechten Bündnispartner für uns machen. Das heißt, wir werden dieses Bündnis hier oben auflösen. Das ist keine gute Sache, oder? Werden wir es noch behalten? Gute Frage. Nee, ich denke, ich werde es auflösen. Das ist nicht gut für uns, ja. Gar nicht gut, wenn die Franzosen da mal einen Krieg anfangen. Haben wir ein Problem. So. Also, dann schauen wir mal weiter. Was können wir denn jetzt als nächstes machen? Theoretisch könnten wir nochmal gegen Kastilien und Aragon einen Krieg führen. Hier ist immer noch kein Reinkommen wegen den Osmanen. Händler desertieren. Merkantilismus oder Auflockerung dieser Politik. Auch das würfe ich jetzt erstmal aus. Ich würfe eine 4, das heißt, der Merkantilismus ist der richtige Weg. Okay. Wenn das unser Herrscher so sieht, dann wird es wohl stimmen. Wir hätten einen Prestigeberater, das wäre natürlich gar nicht so verkehrt, allerdings kostet er einen Haufen Kohle. Oh, wir haben jetzt minus 72, weil wir hier drüben die ganzen Kernprovinzen verloren haben. Ist halt schon, ja, wahrscheinlich 50 Jahre her bei diesen Provinzen dort. Aber es ist gar nicht cool, jetzt haben wir nämlich minus 71 Prestige. Oh Gott. Sorgt halt eben auch dafür, dass unser Handelseinfluss ziemlich reduziert wird, unsere Moral ziemlich reduziert wird, also ist alles gar nicht so toll. Die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir unser Prestige mal zügig erhöhen, ohne, also jetzt abgesehen von so einem Berater. Oder halt Kriege gewinnen oder so.
Wir werden hier mal die Plutokratie, den die nächsten nehmen. Abgeschaffte Leibeigenschaft. Wir wissen aus der Lektüre von Aufzeichnungen aus der Römerzeit, dass eine Armee, die aus freien Männern besteht, sehr viel bereitwilliger kämpft als eine, die man zum Kämpfen zwingt. Wir müssen unsere Bauernklasse ein recht hohes Maß an Freiheit geben. Dann werden sie kämpfen, um diese Freiheit zu verteidigen. Moral plus 10%, sehr schön. Dann wurde unsere Küste hier unten überfallen, das ist nicht so schön. Wenigstens können sie die Küste hier nicht überfallen, das ist wichtig. Nizza geht. Geht allerdings nicht. Ich habe da mal eine Multiplayer-Runde gespielt, da habe ich als Tunesien gespielt und habe hier oben auch immer geplündert und da war einer, war Frankreich und dem habe ich hier die Provence die ganze Zeit kaputt geplündert. Irgendwann hat das Ding, was weiß ich, 100 Verwüstungen oder so, war ziemlich witzig. Also Malta nervt mich ja schon brutal, gell? Also, dann gucken wir mal. Hier geht ja nichts mehr, haben wir gesagt. Internationale Gildenkontakte. Kennen wir, glaube ich, schon. Einer unserer diplomatischen Gesandten mit engen Beziehungen zu einer einheimischen Gilde wurde von einem älteren Botschafter angeklagt, mit einer Gilde auf der anderen Seite der Grenze Mauscheleien zu betreiben. Und so weiter und so fort. Die alte Garde aristokratischer Diplomaten findet dieses Vorgehen höchst dubios, aber wenn wir die Verbindung zwischen den Gilden ausspielen, könnten wir einen Vorteil bei Geheimoperationen erhalten. Ja. Ist die Frage. Er ist also eigentlich ein Gildenmann, unser Kollege hier. Ist halt die Frage, ob das so ziemlich passt da. Ich würde es auch auswürfeln. Ich würfe eine 3, die Gilden erhalten 10 Einfluss. Baukosten sinken nochmal. Ach, deswegen waren die Baukosten vor kurzem nochmal geringer, nämlich 20% geringer. Weil ja die Gilden an der Macht waren. Naja, macht Sinn. Super, ja gut, also passt, wir haben Anspruch verloren. Oh, Venedig können wir nicht mehr. Da brauchen wir den neuen dann. Er ist verschlossen, unser Herrscher. So, schauen wir uns die Sache an, es ist nämlich Wahltime. Das heißt, 1 bis 6 ist Gilde, dann würde ich sagen... Ja, hier wieder 3 und 3 für die Händler, also ja. Machen wir das so, ich würfel eine 12 und hier, weil wir jetzt ja hier Gleichstand hatten, gehen wir von oben nach unten. Das heißt, es wird der Händlerkandidat, jetzt muss man nur gucken. Er gehört zu den, okay, der Neffe wäre von den Aristokraten, aber es wird ja der diplomatische Kandidat. Händler erhalten 20 Einfluss. Sind damit dann auch die stärkste Kraft. Ja. Okay. Das geht jetzt gerade ziemlich hin und her hier. Wir wurden wieder exkommuniziert. Ist denn dieses bescheuerte Venedig immer noch Kontrolleur? Es ist ja zum Kotzen. Ja, da müsste man sich fast mal fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, protestantisch zu werden. Aber Protestantismus ist halt bisher wirklich ganz schlecht hier. Wie heißt unser neuer Herrscher überhaupt? Doge Isnardo Promontorio, 45, industriell, produzierte Güter plus 10%. Gut, er ist auch so ein bisschen fleißig und maximieren und so weiter, gefällt mir. Ein Verwalter in einer unserer Provinzen hat einen Ruf als grausame und gierige Person. Die Lokalbevölkerung hat eine Petition gestartet, um ihn loszuwerden. Exekutiert den Verwalter oder ignoriert die Beschwerden. Mhm. Also ich denke, das ist ein bisschen vielleicht, das steht schon ihm gegenüber. Ich denke, er ist schon, möchte ordentlich Profit machen und so weiter und so fort und Effizienz. Und ich glaube, das steht ihm ein bisschen entgegen. Also der wird exekutiert, wenn der so einen Scheiß da macht. So. Wir können in die Handelsideen, ja. Strenge Forscher, akademische Institutionen sind gegenüber Korruption nicht immun. Die Profite, die mit dem Missbrauch von Positionen mit großem Einfluss gemacht werden können, können der Entwicklung eines fruchtbaren Umfelds für Forschung im Wege stehen. Genuesische Wissenschaftler stehen jedoch weit darüber, indem sie sich auf
aufrichtige intellektuelle Errungenschaften konzentrieren, die über Titel und finanzielle Beiträge hinausgehen. Der Mangel an Korruption in der Gesellschaft erlaubt es uns, ohne die Behinderung von selbstsüchtigen Interessen zu entdecken und zu erfinden. Jeweils 40 Machtpunkte. Cool, wir können auch schon hier die nächste Technologie, die nächste Handelsideen machen. Das machen wir, glaube ich, auch. Handelsmanipulation: in den kritischen Phasen, in denen über Gelingen oder Misslingen eines Geschäftsvorhabens entschieden wird, im Vorteil zu sein, kann den Ausschlag für das Anwachsen unserer Handelseinkünfte geben. Auch geil, jetzt Manipulation dafür auch so, ja, keine Korruption und so. Und jetzt haben wir Handelsmanipulation abgeschlossen. Ja, ist auch geil. So. Mit wem ist eigentlich Venedig alles verbündet? Johanniter und Lucca. In der Handelsliga sind nur die Johanniter. Okay, das heißt, das wäre gar nicht so schlimm hier alles. Siena. Könnten wir mal die Beziehungen verbessern? Wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen Handelspartner in unser Land rein hier. Ja, ich spekuliere ja immer noch darauf, dass wir irgendwann mal immer stärker werden und vielleicht dann doch mal einen Krieg gegen Tunesien machen können, bevor die Osmanen bis ganz hier unten durch sind. Oh, Akoyunlu? Oh, aber gut, ich meine, selber sind sie auch schon fast komplett durcherobert. Aber wartet mal ganz kurz, den Diplomaten ziehe ich mal kurz ab. Ah. Frankreich will unsere Unterstützung gegen Kastilien, Aragon und Neapel. Ja, da müssen wir mitmachen. Ja, gerade habe ich noch selber überlegt, ob wir da wieder was machen in die Richtung. Aber jetzt müssen wir halt damit spielen. Wir können ja mal ganz kurz hier hingehen und hier die Provinzen da rot markieren, damit es uns eben interessieren würde. Die Provinz haben wir kein Interesse mehr dran. An denen haben wir schon Interesse. An Mailand theoretisch auch. An den dreien, sage ich mal, oder vieren, ist das die komplette Provinz Piemont. Ist das, nee, das ist Piemont. Ah, das ist ja doof, ja. Naja, an denen haben wir auf jeden Fall mal Interesse. Das muss man ja auch ab und zu mal. Urbino habe ich eigentlich kein Interesse, warum auch immer das markiert ist. Oder? Habe ich da Interesse dran? Habe ich das mal markiert, weil es da einen hohen Handelseinfluss gibt? Ja, genau deswegen. Aber wir werden mal die drei Provinzen da unten markieren. Das ist gar nicht so verkehrt, denke ich. Vielleicht kriegen wir ja was. Zumindest vielleicht Palermo oder so. Jetzt habe ich gar nicht geguckt gerade eben. Ups. Aber wir können nach Rom theoretisch transportieren, unsere Truppen. Lucca ist ja bei uns im Krieg dabei. Wisst ihr was, dann ziehen wir erstmal hier kurz nach Lucca mit unseren Truppen. So, einmal und den Rest holen wir auch noch. Danke. Und dann möchte ich hier vielleicht, 11.000 sind es bei Neapel. Und dann kämpfen wir vielleicht tatsächlich hier drüben. Und machen das und der Franzose, was weiß ich, der soll halt hier hinten gucken, wie er zurechtkommt. Es wäre mir ganz recht, wenn wir hier unseren Kriegsstand holen und der sich da hinten lange und beschwerlich bekämpft. Den guten... Jetzt ist dieses doofe Ding schon am Start hier. Ich könnte ja kotzen. Ah, okay, jetzt ziehen sie ab. Entspannt. Ja, cool. Können wir das machen? Können hier eine Technologie erforschen, machen wir aber nicht. Ist mir zu teuer gerade. Ja, die Franzosen werden halt auch immer stärker. Das gefällt mir halt eigentlich auch nicht. Wie viele Truppen brauchen wir hier? 19. Wir nehmen mal die Kavallerie weg. 9 oder so. 10 Einheiten, oder wie war das? 10 Einheiten brauchen wir hier. Machen wir das lieber mal so. Und Artillerieangriff brauchen wir nicht. Wir sind schon bei 21% hier. Cool.
Und dann werde ich hier mal den Anspruch fingieren auf Venedig wieder. Oh oh. Boah, scheiße. Aber wir haben es geschafft. Dank Lüttich. Nee, Luca. Ja, ich sollte im Krieg ein bisschen die Geschwindigkeit runternehmen. So, und dann ist diese Sache auch schon erledigt und erobert. Und dann sollten wir einfach hier weiter runterziehen. Dann vielleicht auf dem Weg 2-3 Einheiten auch hier lassen. Ich würde mal 1, 2 hier lassen und mit euch gehen wir dorthin. Mit euch bleiben wir hier. Die kriegen ja gleich wieder ein bisschen Verstärkung am Ende des Monats. Und dann kriegen wir hoffentlich genügend Kriegsbeteiligung. Damit wir vielleicht zumindest mal Palermo bekommen. Habe ich denn die anderen Provinzen auch angeklickt? Ja, habe ich. Wäre geil, ja. Wir sind hier schneller da, oder? 5. Juni. Ah, auch 5. Juni, das ist jetzt doof. Weiß nicht, wer dann als erstes zählt sozusagen. Hier weiß ich jetzt auch nicht, ob der die Belagerung übernimmt, weil... Ja. Cool. Wir gelten hier trotzdem als Belagerer. Ich meine, klar, das sind nur so kleinere Provinzen. Aber jedes Prozent hier generiert uns vielleicht die Punkte, die wir auch brauchen dann. So, mit denen ziehen wir hier runter. Gut. Ja, wir könnten in Matrega noch. Ach, in Matrega geht noch so ein Gebäude. Ja, dann wisst ihr was, bauen wir das mal noch. Ist in Ordnung. Ich wollte ja mal nach Tunis gucken, wie es denn eigentlich hier aussieht. Ja, die Osmanen sind ja auch noch dabei. Haben auch den Krieg fast gewonnen. Kriegsmüdigkeit, 11, ja. Vielleicht müssen wir uns irgendwann mal trauen, wenn wir noch... Ja, ich könnte mir das vorstellen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch Sizilien erobern würden mal. Und dann vielleicht noch tatsächlich mal Venedig oder so. Dass ich mich dann wirklich hier mal traue, noch unsere Flotte auszubauen, soweit es dann halt eben geht, unsere Armee ein bisschen auszubauen. Dann halt tatsächlich mal die Osmanen anzugreifen. Und zu sagen, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Wenn wir die Provinzen da hinten erstmal belagert werden, ist ja wahrscheinlich nicht so tragisch. Aber zusammen mit den Franzosen eben, dass wir das da irgendwie schaffen. Und ja, eben hier anlanden versuchen, in Tunesien halt schnell zu gewinnen und gerade eben auch Tunesien zu besetzen auch. Weil eigentlich habe ich wirklich nur Interesse an der Region Tunesien. Der Rest ist mir eigentlich egal. Weil das hat auch kaum Handelseinfluss. Gut, okay, Al-Jazair hat noch Handelseinfluss. Da könnte man sich dann ja überlegen, ob man zum Beispiel so ein Handelshaus da noch gründet. Für die Provinz. Also das wäre noch eine Möglichkeit. Irgendwie sowas. Ja, Unzufriedenheit in der Bauernschaft. Konflikte und Proteste über Steuern, Grausamkeit der Grundbesitzer, Ausbeutung und so weiter. Was machen wir? Wie wir entscheiden, wie wir es für richtig halten. Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen mal Auswürfeln 7. Wir verbessern ihre Situation. Oder streben das zumindest an. So, und dann sind wir auch schon am Ende mal von diesem Part. Ich danke euch erneut fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hier in diesem Krieg gegen Kastilien weiter dabei sind, in der Hoffnung, wenigstens Palermo vielleicht zu erhalten. Das wäre cool, auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen was aus dem Krieg rausschlagen. Oder werden uns sich die Franzosen jetzt bei uns, beziehungsweise an uns rächen. Wir können gespannt sein. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.